Moin Leute, herzlich willkommen zu einer Folge und heute spielen wir das Dorp der Mii. Und ja Leute, wie ihr unschwer hinter mir erkennen könnt, kommt ein neues Egg und zwar das Garden Egg nach Adopt Me. Ich weiß, ich bin ein bisschen spät mit dieser Information, ich dachte, ich teile diese trotzdem heute mit euch. Schauen uns das ganze Event mal an, es gibt nämlich wieder ein kleines Event und ich zeige euch schon das ein oder andere Pet und natürlich auch das Egg, Leute. Ja, wir kriegen ein neues Egg, ich freue mich schon sehr und irgendwie kann man anscheinend auch den Vault öffnen oder sowas. Wir gehen jetzt allerdings mal nach da hinten, weil hier im Playground sehen wir schon, gibt es so ein Gartenhaus und dort wird anscheinend irgendwas drin sein. Wir laufen jetzt dahin, während wir da hinlaufen, kannst du gerne einen Daumen hoch geben, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um keine weiteren coolen Roblox-Videos von mir zu verpassen. Und ich würde sagen, los geht's nach dem Intro. Jedenfalls leitet mich der GPS hier zu den Obbys. Die kennen wir ja. Die sind schon Ewigkeiten in der Adopt Me drinne. Und Gardens. Okay, hier haben wir irgendeine Sonnenblume und die braucht 5000. 5000, was ist die Frage? Hier haben wir Moss. Und können wir jetzt hier reingehen? Können wir tatsächlich. Interessant und wow. Gartenkurs 1. Interessant ist das hier. So ein Speedrun 4-mäßiges Game. Krass. Und wow, da sind sogar Schlangen oder sowas auf der Strecke. Ich denke mal, in diese sollten wir dann am besten nicht reinlaufen oder sollen wir in die reinlaufen? Das ist eine gute Frage. Wir sollen auf jeden Fall am besten diese Sundrops hier einsammeln, weil ich denke mal, diese werden wichtig sein. Weil das steht da zumindest oben so. Und, so, das haben wir. Und weiter geht's, Leute, weiter geht's. Und finish! Wir haben es geschafft. You cut up here. Here is the key. Nice, wir haben den Schlüssel bekommen, Leute. Und, oh, wir sind in Gartenkurs 2. Interessant, das machen wir dann auch mal. Anscheinend gibt es hier jeden Tag ein neues Minigame, da wir jetzt schon einige Tage verpasst haben. Leute, wir holen ihn quasi ein. Der haut ab von uns und wir müssen quasi bis ans Ende kommen. Ich verstehe schon. Da wir jetzt ein paar Tage verpasst haben, kommen hier mehrere Minigames quasi, die ich jetzt alle noch nachholen muss. Zack, gefinished. Sehr, sehr nice. Kurs 3. Okay, Leute. Okay. Es wird anscheinend aber auch immer schwerer. Ich würde gerne wissen, was passiert, wenn man runterfällt, aber ich will es ungern testen. Also schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich denke mal, man wird einfach wieder zurückteleportiert. Die Frage ist halt, wird man zurückteleportiert dahin, wo man quasi runtergesprungen ist? Also quasi von wo man runtergesprungen ist? Oder ganz an den Anfang? Und ist die Zeit wichtig oder haben wir hier irgendwie ein Zeitlimit? Weil die Zeit wird auf jeden Fall runtergezählt. Kann man hier irgendwie einen Highscore knacken? Oder was geht hier ab? Sehr, sehr nice. Danke für den Schlüssel. Gartenkurs 4 und ich muss sagen, es ist auf jeden Fall kreativ, Leute. Adopt Me hat sich mal was getraut und ich muss sagen, ich finde es nicht schlecht. Ich meine, es ist nichts Krasses oder nichts Großes und nichts Aufwendiges, aber es ist immerhin etwas und es hat auch mehr oder weniger mit dem Garten zu tun. Hier sehen wir überall so Pflanzen und so weiter und so fort. Und naja, wir kriegen halt das Garden-Egg, was ich euch gleich übrigens auch zeigen werde. Und auch ein paar Pets daraus. Selbstverständlich, Leute. Ihr kennt mich ja. Ich zeige euch immer alles und ich halte euch auf dem Laufenden. Das heißt auf jeden Fall, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Machen wir davor aber hier noch diese Garden-Kurses fertig. Sundrops haben wir schon 149. Ich denke mal, davon brauchen wir dann 5000, um diese Sonnenblume da quasi zu gießen oder zu füllen oder sonst was. Gartenkurs 5, wie viele... Oh, wir sind runtergefallen, Leute. Okay, wir sind am Spawn gelandet. Wie viele gibt es denn davon? Das frage ich mich jetzt. Und das hier sieht ja irgendwie ziemlich simpel aus. Ich denke mal, wir machen jetzt noch so bis... ich denke mal, das hier und dann reicht das auch wieder, Leute. Ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit hier Obbys machen. Dafür habt ihr hier nicht eingeschaltet. Nein! Nein! Oh mein Gott, Leute, wir sind wieder am Spawn. Das kann doch nicht sein. Ich bin ganz knapp vom Ende runtergeflogen. Oh mein Gott. Und, wir haben alle, die nächste schaltet sich anscheinend in 20 Stunden frei. Sehr, sehr cool. Und hier haben wir jetzt unsere Sundrops und die können wir jetzt hier eben in die Pflanze machen. Und ich denke mal, sobald wir diese Pflanze gefüllt haben, kriegen wir irgendwas Spezielles. Man muss es nicht machen, man kann das Egg auch so spielen, aber es ist auf jeden Fall eine coole Sache. Reden wir mal kurz mit Moss. Wow, you cut up that animal so quickly. Keep collecting Sundrops and come back tomorrow to explore the new Obby stages. Each day leading up to a release of the new egg. The garden will grow bigger and more potent Sundrops will scatter everywhere. Collect them across the levels and help a sunflower grow rewards with a new garden pet. Once I have all 8 keys back, I will finally be able to set up in the walls. Okay, Leute, lasst uns mal dahin laufen. Weil, Leute, hier im Pet Shop ist schon seitdem ich hier Adopt Me spiele dieser Tresor. Und,
Anscheinend wird man den bald öffnen können. Ja, Leute, es ist endlich soweit. Sollten meine Informationen stimmen, kann man den vermutlich bald öffnen. Und dort wird dann eventuell das neue Garteneck sein, welches wir uns jetzt mal anschauen werden. Leute, so sieht das Garteneck aus. Finde ich schon ziemlich cool, muss ich sagen. Also, ich finde es nicht schlecht. Es sieht halt aus wie ein Garteneck. Und dafür tut es ganz gut. Da haben wir außerdem eine Schlange drin. Warum auch immer eine Schlange, Leute? Weil eine Schlange ist eigentlich nichts, was jetzt irgendwie so, ja, sein sollte, oder? Aber jedenfalls haben wir ein Common Pet, ein Uncommon Pet, zwei Rare, zwei Ultra Rare und zwei Legendary Pets. Und dann haben wir noch einen Mole. Einen Mole haben wir. Sehr interessant auf jeden Fall, Leute. Sehr, sehr interessant. Diese können wir auch irgendwie im Vault benutzen. Ich weiß nicht wirklich wie. Das werden wir uns dann am Freitag anschauen, Leute. Ich weiß noch nicht, ob diese Pets im Eck drin sind oder irgendwo anders. Jedenfalls kriegen wir diese Pets. Dann haben wir noch einen Weevil. Das ist so ein Ding. Sieht interessant aus, Leute. Ich hoffe, das ist zumindest nicht in meinem Garten. Weil, ja. Und dann haben wir noch einen süßen Blue Jay. Der Lovely Blue Jay. Und der sieht cool aus, finde ich. Der sieht richtig nice aus. Was denkt ihr, Leute? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ja, Leute, wir kriegen jetzt schon ein neues Egg. Es ist noch gar nicht so lange her, dass wir hier das Kaktus, das Desert Egg bekommen haben. Und jetzt kriegen wir schon ein weiteres Egg, Leute. Ich freue mich allerdings. Ich finde, das Garten-Egg klingt an sich ganz cool. Es sind auf jeden Fall im Garten Pets, die man gerne im Spiel haben wollen würde. Schreibt auch mal in die Kommentare, was denkt ihr, was für Pets werden noch im Garten-Egg drinne sein? Weil jeder von euch hat ja einen Garten. Zumindest die meisten, denke ich mal. Ich habe zumindest einen. Und ich bin mal sehr gespannt, ob auch sowas wie zum Beispiel ein Wurm, so ein Regenwurm oder so eine oder sowas in der Art reinkommt, Leute. Oder was gibt's noch so im Garten? Einiges auf jeden Fall. Schreibt mir gerne mal eure Ideen auf jeden Fall in die Kommentare. Und schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, wie ihr das findet mit den Obbys. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal 5 Schlüssel. Das mit den Sundrops ist dann wieder die andere Sache. Ich denke mal, wenn man diese Pflanze komplett befüllt hat, was aber allerdings schon locker eine Stunde dauern wird, wenn nicht sogar länger, dann kriegt man vermutlich noch irgendwie was Cooles, was man sonst nicht kriegt. Aber ja, was mit ihr, Leute? Schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst gerne einen Daumen da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine coolen Roblox-Videos mit zu passen. Und dann würde ich sagen, haut rein und ciao, Leute!